So, Jani wird von den Mücken oder wie auch immer fliegen. Ich glaube, es sind Mücken. Verspeist und gestochen. Ja, ich begrüße euch zurück. Willkommen zurück. Recht herzlich zurück. Noch mehr zurück. Recht herzliches Wiedersehen mit mir, dem Edi und Jani zu Let's Play Unravel Folge 8. Hier haben wir einen Traktorreifen. Ah, okay, ich weiß schon, was wir machen müssen. Ein Traktor. Kusch. Weg mit euch. Ein alter Traktor. Frage ist ja jetzt nur genau. Ah, okay, dann können wir hier unten lang. Da ist nämlich ein kleines Secret. Nicht. Ich glaube nicht, dass es fummelig ist. Ah, okay.
Oh nein, jetzt ist es runtergefallen. Hey, sollte das so sein? Ich mag den Soundtrack, der hat so was richtiges Beruhigendes.
auch geschafft. Was ist das hier eigentlich? Ist das eine... Das sieht aus wie so eine alte Schaufel. Jani hat auch irgendwie so ein bisschen... Fürchtet sich so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ja, guckt sich so um, juckt überall. Also müssen wir uns ein Secret lösen. Das reicht wieder nicht ganz. Aber ich habe irgendwo... Ah! Ich finde es auch toll, wie die Kameraperspektive sich halt immer ändert. Bis dahin kommen wir gar nicht. Jetzt haben wir wieder aufgefüllt mit rotem Garn. Oh, das ist so gut. Ich mag das in Spielen, wenn sich die Lichtverhältnisse, die Lichtstimmung einfach so ändert, wenn man in einen anderen Bereich tritt. Erst so dunkel und diesig und dann so hell und aufleuchtend. Und warm, man fühlt sich direkt gleich wohler. Und Jani bestimmt auch. Hey. Hier einen alten Baum kaputt gemacht. Wie er jetzt auch wieder fröhlich läuft. Ganz entspannt. Oh, wie schön. Wunderschön. Und damit haben wir schon das nächste Kapitel abgeschlossen. Berenmoor. Kann man wirklich wertschätzen, wie besonders oder schön etwas ist, wenn man nicht weiß, was es gekostet hat, es zu bekommen? Wenn man nie dafür... arbeiten musste.
Das ist eine gute Frage. Ich versuche das gerade zu auf mein Leben gerade irgendwie zu wiederzuspiegeln. Und die Frage ist natürlich eigentlich nein, oder? Das heißt, oder? Sie ist eigentlich nein. Ich bin gerade, was die Frage angeht, gerade so in Richtung Freundin. Oder. Ja, eigentlich schon Richtung Freundin. Denn auch dafür muss man in gewisser Weise ja schon etwas tun. Da kommt nicht irgendwer daher, sondern auch dafür muss man irgendwo was tun. Nennt mich einfach Romantiker, wäre vielleicht zu dick aufgetragen. Das kann man eigentlich auf vielerlei Arten, auf verschiedene Dinge wiedergeben. Wenn man zum Beispiel in die Natur blickt, da gibt es ja so viele Anwendungsmöglichkeiten für diese Frage. Aber ich glaube, bei jeder Anwendungsmöglichkeit, sei es nun irgendwie bei jemandem, den man liebt, oder draußen in der Natur, wenn man zum Beispiel einen Garten angelegt hat, oder sei es einfach ein Job, den man tagtäglich erledigen muss, um das Geld mit nach Hause zu bringen. Ich glaube, also ich glaube, mein Gefühl sagt mir, dass ich einfach bei jeder Situation irgendwie immer Nein sagen müsste. Weil wenn man etwas sich hart erarbeitet hat, dann weiß man, glaube ich, umso mehr Dinge, natürlich weiß man dann umso mehr Dinge wertzuschätzen, als wenn man irgendwie nur, keine Ahnung, durch die Gegend läuft und die Sachen geschenkt bekommt. Ich glaube, dann weiß man viel weniger die Sachen eigentlich auch wertzuschätzen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet? Also bei mir, also ich glaube, das geht vielen so. Ich würde spontan einfach sagen, also ich würde die Dinge nicht so wertschätzen wissen, wenn ich nichts dafür getan hätte, glaube ich. Okay, es gibt Ausnahmen, wie zum Beispiel am Geburtstag, wenn man ein Geschenk bekommt. Boah, es ist eigentlich eine einfache Frage, aber trotzdem schwierig zu beantworten. Vielleicht denke ich jetzt auch wieder zu kompliziert, aber da gibt es einfach zu viele Antwortmöglichkeiten. Was heißt, Antwortmöglichkeiten gibt es ja eigentlich nur eine. Also mein Gefühl sagt mir auch generell, was ich so bis jetzt erlebt habe im Leben, sagt mir einfach nein. Man kann es nicht wertschätzen, wenn man nichts dafür getan hat. Weil wenn man was dafür getan hat, für das, was man erreichen will oder haben möchte, dann hält man daran, glaube ich, auch viel mehr länger fest, als wenn man es einfach so, ohne Arbeit, ohne was dafür getan, ohne irgendwas dafür gemacht zu haben, bekommt. Ja. Draußen in der Wildnis nach Beeren suchen, nehme ich an. Vielleicht so im Herbst. Ah, sieht schon sehr herbstlich aus. Es hat auf jeden Fall geregnet. Da sind wir die Regentropfen im rechten Bild.
Ui, und unglaublich viele Mücken. Ho. Oh, das ist ein schönes Bild. Ich habe es ja schon in einer der ersten Folgen erwähnt gehabt. Wenn man sich nur mal umschaut, man muss sich wirklich einfach nur mal umschauen, wie wunderschön, was der Planet eigentlich zu bieten hat. Das ist so schade, dass wir Menschen das nicht mehr sehen können, weil einfach andere Dinge wichtiger sind. Sich einfach mal die Zeit nehmen, von allen einfach mal lossagen und einfach mal raus in die Natur zu gehen und sich umzuschauen, einfach mal seine Ohren zu. Einfach mal ein bisschen durch die Natur gehen, durch die Wälder und einfach mal hinhören. Das ist so wunderschön. Ja, es scheint wirklich so ein bisschen herbstlich zu sein. Also, ich werde das Gefühl nicht los. Ich habe mir ja die Death Diaries angeguckt zu Yarny, habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt. Und der Chefentwickler, ich weiß leider nicht, wie der Name heißt, aber ich denke mal, das werden wir, glaube ich, an den Credits am Ende dann mitbekommen. Das ist ja eigentlich sein Baby hier. Das ist ja das Spiel, was er machen wollte. Und es wird das Gefühl nicht los, dass das seine Familie ist, die wir hier ständig sehen. Weil er hat ja auch gesagt in den Death Diaries, dass ihm die Idee zu dem Spiel ja bei einem Familienausflug so oder so gekommen ist. Und der halt jedes Mal seinen Kindern eine neue Idee präsentieren wollte, was Yani angeht. Und hat dann halt die Figur gemacht, aus dem Instinkt raus oder einfach weil er gerade eine Idee hatte. Und hat halt mit der im Wald gespielt. Müsst ihr euch unbedingt mal die Death Diaries angucken. Gibt's auch auf Deutsch. Sehr interessant. Ja, wirklich so ein bisschen moorig. Ist auch wieder ein hübsches Bild. Oh Mann. Okay, ich würde sagen, an der Stelle mache ich einen Cut und dann war es das mit Folge 7. Und dann sehen wir uns einfach zu Folge 8 wieder von Let's Play Unravel.